Herzlich willkommen im Suchthilfezentrum. Jeder ist ein eigenes Unikat. Und wir sind keine Steine oder ein toter Gegenstand. Wir sind Menschen. Wir haben nur eins gemacht, wir haben gesoffen. Aber wir sind trotzdem nicht schlechter wie die anderen. Also mein Name ist Dirk Schreppus, bin 50 Jahre, arbeite seit 22 Jahren hier in der Beratungsstelle. Im Jugendalter, naja, um es einfach mal auszuprobieren. Naja, und vor ein paar Jahren fing dann halt meine Depression an. Ja, ich war halt schon zu stolz, mir Hilfe zu suchen und dachte, ich kriege das erstmal vorübergehend, erstmal so hin. Habe mir auch nicht eingestanden, dass es eine Depression sein könnte. Ja, und habe dementsprechend angefangen zu konsumieren. Also durch meine Aktivitäten beim Deutschen Roten Kreuz kannten wir die Diakonie bereits. Ich kannte es schon und ich wusste auch, dass es eine Suchtberatung gibt. Aber selber hinzugehen von alleine, das habe ich nicht geschafft. Freunde haben mich begleitet, weil ich unwahrscheinliche Angst hatte. Ja, ausschlaggebend war ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber. Bin ich auch ganz froh darüber. Ich bin am Tag darauf bin ich zu meinem Hausarzt und habe eigentlich gesagt, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Ich habe auf gut Deutsch schon eigentlich lebensbedrohlich eigentlich konsumiert, in der Hoffnung eigentlich gar nicht mehr aufzuwachen. Habe dementsprechend nicht ordentlich Überdosen konsumiert, weil ich mich eigentlich komplett aufgegeben habe. Habe allerdings dann doch noch die Reißleine gefunden, weil ich war das nicht. Das war ich definitiv nicht. Und habe dann halt gesagt, okay, hol dir Hilfe. Ich kam in die Suchtberatung, alle waren sehr freundlich. Ich habe erst gedacht, na, da wird der Daumen kommen, du. Aber war gar nicht. Ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Und das läuft im Grunde so ab, dass die Suchtkranken oder einfach Leute, die sich informieren wollen, hier unverbindlich herkommen können. Also die meisten melden sich an über Telefon, aber man kann einfach auch so kommen und macht dann das erste Beratungsgespräch. Und in den Beratungsgesprächen wird dann einfach geguckt, was ist das Problem, was ist das Anliegen, wo können wir Hilfe anbieten. Ich habe einen Therapeuten bekommen, der sich dann mit mir unterhalten hat, eine Anamnese gemacht hat von meinem Lebenslauf und der wirklich interessiert daran war, wie es mir geht und was schiefgelaufen ist und mir auch erklärt hat, was das Suchtmittel eigentlich mit mir macht. Ich habe Langzeittherapie gemacht im Dreivierteljahr. Selbsthilfegruppen, Einzelgespräche, das wurde ich von der Diakonie angeboten und das habe ich dann auch gerne in Anspruch genommen. Mein Name ist Reichelt. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und bin hier im Suchthilfezentrum verantwortlich für das ambulant betreute Wohnen. Das ambulant betreute Wohnen ist ja eine Maßnahme, die nach der Therapie am besten greift, wenn jemand nach einer Reha, wenn er schon das Handwerkszeug hat, sagen wir immer, um nüchtern, um abstinent durchs Leben zu gehen, dass der das hier anwenden kann und dass er hier noch Unterstützung bekommt beim Wohnen und ja, eine Starthilfe für einen Neuanfang bekommt. In Ausnahmefällen auch mal davor, wenn jemand aus einer Entgiftung kommt, sagt, ich kann auf gar keinen Fall in die Wohnung zurück oder ins alte Umfeld. Ich bin der Meinung, dass die einige Besonderheiten haben, die sehr liebenswert sind. Zum Beispiel finde ich, dass Suchtkranke, die Krankheit oder die ein gutes Umgehen mit der Krankheit gelernt haben, die haben auch eine große Sensitivität für sich selbst und für andere. Es ist für die lebensnotwendig, dass sie sich gut reflektieren und auf sich gucken und auf andere eingehen. Hallo, herzlich willkommen in der Tagesstätte für suchterkrankte Menschen der Diakonie Nordhausen. Mein Name ist Andrea Poppendick, ich bin die Leiterin der Tagesstätte und biete mit zwei Ergotherapeuten gemeinsam ein tagesstrukturierendes Angebot für Menschen, die sich Begegnung, Beschäftigung und Tagesstruktur im suchtmittelfreien Milieu wünschen.
Zu unseren Angeboten gehört ein Kreativbereich, in dem man Dekorationsgegenstände oder Bilder entstehen lassen kann. Es gehört eine Nähwerkstatt dazu und eine Holzwerkstatt. Hier kann jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten sich einbringen und dekorative Gegenstände gestalten. Wir haben eine Küche, in der wir jeden Tag ein frisches Mittagessen kochen, das wir auch gemeinsam verzehren. Unser Angebot umfasst einen großen Garten mit dem Anbau und der Ernte von Obst und Gemüse. Und zusätzlich betreuen wir ein Bienenprojekt und stellen selber unseren eigenen Tagesstättenhonig her. Die Zeit, in der man sich hier aufhalten kann, besteht zwischen 8 und 14.30 Uhr. Wir sind eine recht kleine Einrichtung mit 12 Plätzen und es geht hier sehr familiär zu. Wir haben ein freundliches und fröhliches Miteinander. Zusätzliche Angebote zu den Beschäftigungsangeboten gibt es noch Entspannung. Wir haben einen Spielenachmittag, den wir anbieten, ein kognitives Training, die Möglichkeit, das Tierheim zu besuchen und mit einem Hund spazieren zu gehen oder die Bibliothek zu besuchen und die Stadt zu erkunden. Der Leiter einer Selbsthilfegruppe ist nicht nur in der Regel, sondern eigentlich immer selbst Betroffener, also ist selbst suchtkrank. Und wir arbeiten insofern zusammen, dass wir den Kontakt zu den Selbsthilfegruppen herstellen. Also wenn jemand neu kommt oder jemand bei uns in Beratung ist und gerne in eine Selbsthilfe will, vermitteln wir den Kontakt. Also ich denke, wir haben den Vorteil, dass wir normal reden können und weil wir Betroffene sind, wir können uns eigentlich Deutsch reden, was soll ich sagen. Also wenn jemand kommt, ist es in der Regel so, er stellt sich in der Selbsthilfegruppe vor, die Gruppe stellt sich vor, jeder berichtet kurz, warum er in der Gruppe ist. Und dann entwickelt sich so ein offenes Gespräch. Und die Diakonie ist für mich hier der erste Anlaufpunkt, wenn es 5 vor 12 ist.